Nordclub. Heute mal in einer etwas exklusiveren Runde. Nichtsdestotrotz sicher ein sehr spannendes und anregendes Thema. Ich beginne die Veranstaltung wie immer mit dem meinem Zeter und Zensler, was mittlerweile schon weltbekannt ist, zumindest im Iran. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass es in jedem größeren Ort in Südtirol ein Ortsfestclub geben sollte. Da kommt schon der erste Applaus normalerweise. Alles perfekt installiert. Wir begrüßen heute zwei herausragende Kenner der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Einmal Oswald Übrecker. Er ist im Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte an der Universität Bozen. Diesem Kompetenzzentrum steht er vor. Und auf der anderen Seite ein Mitarbeiter des Kompetenzzentrums, Andrea De Michele. Es ist spannend, ich möchte mich heute in erster Linie einmal mit dem Vorabend des Ersten Weltkriegs beschäftigen und dann vielleicht das erste oder das zweite, ersten ein, zwei Jahre ein bisschen streifen. Ich will vielleicht im nächsten Jahr dann die Kriegsjahre 16 und 17 abhandeln können, sodass wir dieses riesige Thema ein bisschen aufsplitten, auch ein bisschen so im 100-Jahres-Rhythmus. Also dass wir heute schauen, 13, 14, 15 ein bisschen näher zu beleuchten und also im nächsten Jahr dann 16 und 17 hernehmen. Eine Frage gleich am Anfang an den Ossi Übrecker. Kannst du das Wort Erster Weltkrieg überhaupt noch hören? Oje. Nach diesem Jahr 2014... Ist laut genug, Herr Zollis, ich nehme das Mikro. Ich darf dir auch Mikro. Wir nehmen das Mikro, nehmen Sie einfach, das ist ja super. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Okay, ja. Ist besser, es ist angenehmer, gell? Ja, Markus, nach diesem Jahr 2014, sagen wir Weltkriegshistoriker, und ich beschäftige mich nun doch schon seit, naja, ich würde sagen so 15 Jahren sehr intensiv mit der Geschichte des Ersten Weltkrieges, war das natürlich im letzten Jahr eine Dauermobilisierung aufgrund dieses Centenaires 1914-2014 und eine Mobilisierung, die uns Weltkriegshistoriker, und ich hatte die Gelegenheit mit vielen deutschen, österreichischen und britischen Kollegen zu sprechen, natürlich alle gleichermaßen überrascht hat, vor allem deshalb, weil dieser Krieg sozusagen über Jahre, über Jahrzehnte hinweg eigentlich ein relativ geringes Thema sei es der Weltkriegsgeschichtsschreibung war. Es sind beispielsweise in Österreich eine Handvoll Historiker gewesen, die sich intensiver über längere Zeit mit diesem Krieg beschäftigt haben. Insofern war es sehr überraschend zu sehen, auf welches großes Interesse dieses Centenaire von 2014 stößt. Und gewissermaßen für mich hat das auch gezeigt, dass eben diese Geschichte des Ersten Weltkrieges, die lange im Schatten sozusagen anderer Themen der Geschichte des Nationalsozialismus, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges stand, sozusagen jetzt auch aufgrund aktueller Konfliktlagen, aufgrund eines sozusagen sich wieder erinnern an ursprüngliche Konfliktlagen, die sozusagen 1914 oder weit vor 1914 entstanden sind, dass das etwas ist, was die Menschen zunehmend interessiert. Man weiß relativ viel über Nationalsozialismus, über Zweiter Weltkrieg, aber sozusagen die Fakten und Ereignisse des Ersten Weltkrieges, auch wenn ich mit Studenten spreche, ist das Wissen ein ganz, ganz geringes, und insofern hat uns das alle, glaube ich, ich spreche hier, denke ich, durchaus für die Scientific Community der Historiker sehr, sehr überrascht, dieses große Interesse. Was hat das für Gründe, dass dieser Erste Weltkrieg, der doch eigentlich das erste Mal, also ein wahnsinnig ereignet ist, das erste industrielle Schlacht, wenn man so will, vielleicht auch etwas weiter entfernt von uns, auch wobei wir hier ja auch Kriegsgebiet waren, aber diese Schlachterei, die es da in den flandrischen Feldern gegeben hat, das ist ja in der Geschichte vorher nie gewesen in diesem Ausmaß. Warum ist dann dieser Erste Weltkrieg ein bisschen ausgeblendet worden bisher? Hast du da eine Erklärung dafür? Ich denke, das hat mit spezifischen Bewältigungsszenarien zu tun, mit erinnerungskulturellen Phänomenen. Insofern, da
dass natürlich diese unglaubliche Katastrophe des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges diesen Ersten Weltkrieg weitaus überstrahlt hat, sozusagen in der Opferzahl, aber beispielsweise auch, um jetzt nur einen Begriff in den Mund zu nehmen, der Holocaust. Also alles das, was nach 1945 an Aufarbeitung beginnt, ist in erster Linie sozusagen fokussiert auf NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg und Holocaust. Und in diesem Kontext hat über sehr, sehr lange Zeit dieser Erste Weltkrieg eigentlich nur die Funktion gehabt, oder er ist betrachtet worden aus der Perspektive dieses Zweiten Weltkrieges. Also inwiefern gibt es Kontinuitäten von der Vorkriegszeit, vom Ersten Weltkrieg hin zum Zweiten Weltkrieg? Das war sozusagen die Standardfrage. Aber dieser Erste Weltkrieg ist kaum außerhalb eines Zirkels von spezialisierten Historikern, kaum als eigentliches Ereignis sozusagen mit einer gewissen Eigendynamik ernst genommen worden, sondern er ist erinnerungskulturell überlagert worden von diesem Zweiten Weltkrieg und von anderen erinnerungskulturellen Phänomenen. Una domanda a Andrea Di Michele. Ci sono storici che dicono che fra 50 anni, fra 100 anni si parlerà del 30-jährigen Krieg. C'è questo collegamento che tanti vedono tra la prima guerra mondiale e la seconda? È possibile che col passare degli anni poi queste due guerre verranno viste come una? Sì, nel senso io mi sono. Non spero. Se posso, volevo dire una cosa. Senza, su quello di cui parlava prima. Prendi questo per favore. Ok, quello che diceva Ossi prima, appena prendo io non funziona. Ok. E cioè sono assolutamente d'accordo su quello che diceva sul fatto che c'è questa grossa attenzione e che è un po' anche sorpreso, no? Una attenzione che non è più soltanto circoscritta al mondo, al mondo degli specialisti, ma anche alla società civile. E questo è sicuramente vero. Penso che dal punto di vista italiano, diciamo così, e quindi non penso alla nostra realtà locale, ma penso all'Italia nel suo insieme, questo si senta un po' meno. Cioè a livello europeo i vari paesi, i vari stati hanno anche investito molto in questo centenario, con iniziative di ricerca, con iniziative aperte al pubblico. In Italia si è sentito parecchio questo vuoto di progettualità e anche di investimento pubblico a livello di ricerca e comunicazione. E in realtà le realtà locali che più stanno parlando di guerra mondiale in Italia sono quelle realtà di confine che durante la prima guerra mondiale non erano in Italia. È un po' paradossale, perché sono Trento e Trieste, e cioè come dire, i due luoghi simbolo, no, dell'irredentismo italiano, i due luoghi simbolo della prima guerra mondiale anche come luoghi fisici in cui si è tenuta la guerra, che sono un po' all'avanguardia a livello nazionale per tutto quello che riguarda la storia, la memoria, la comunicazione di questa guerra. E questo è un po', come dire, un po' paradossale, anche se vogliamo, no? Cioè quei paesi, quelle città che non erano Italia, che hanno combattuto con un'appartenenza nazionale differente, sono quelli che oggi in Italia sono le realtà trainanti di questa storia, di questa memoria. Questo è solo una parentesi, ricollegandomi a quanto ha detto prima Ossi. Per quanto riguarda la questione di questa guerra dei 30 anni, in realtà è un concetto, diciamo, storiograficamente che viene effettivamente già utilizzato, no? E quindi non soltanto tra non so quanto, un secolo, quello che sarà, ma già oggi effettivamente viene utilizzato questo concetto, perché ecco, sono tante le motivazioni per cui si può utilizzare, anche se è un po' difficile e un po' pericoloso addentrarsi su questa tipologia di concetti. Perché cosa tiene insieme questi due fenomeni? Beh, intanto il fatto che si tratti di due sconvolgimenti giganteschi che hanno riguardato, sono stati due conflitti mondiali, sì, ma che hanno avuto la loro centralità in Europa, che hanno avuto i loro motivi scatenanti in Europa, gli attori principali in Europa, e che hanno segnato un escalation, un salto di qualità in termini di distruttività, di uccisioni, di stermini,
di applicazione della tecnologia alla guerra e alla guerra di distruzione che non hanno avuto uguali nella storia dell'umanità, e anche perché queste due guerre in qualche modo hanno un collegamento che non è soltanto un collegamento temporale piuttosto ristretto, no? Nel giro di due decenni in pratica si passa dalla prima guerra mondiale all'altra, ma perché, e questo in serie storiografica è stato sottolineato molte volte, la seconda guerra mondiale nasce anche come conseguenza della prima. Nasce sulla base di una pace costruita alla fine della prima guerra mondiale con tanti limiti, con tante contraddizioni, e quindi pensiamo alla questione, ad esempio, di cosa subisce la Germania alla fine della prima guerra mondiale, cioè questa pace punitiva che appunto punisce e umilia la Germania, che oltre a sacrifici territoriali ha dei sacrifici, diciamo, dal punto di vista economico, dei pagamenti, eccetera, la Germania che addirittura viene divisa, no, in due stati, in due collocazioni geografiche che sono staccate l'una dall'altra, perché la parte più orientale della Prussia finisce per essere divisa da questo corridoio, cosiddetto corridoio di Danzica, assegnato alla Polonia per consentire alla Polonia di avere uno sbocco sul mare, e questo significa che lo spazio geografico tedesco è uno spazio geografico che non è continuo. E ovviamente l'immagine di questa Germania umiliata, che ha questa propaggine esterna quasi, no, al proprio paese, e staccata dal resto del paese, rappresenta, dal punto di vista anche così politico e diplomatico, un nodo che prima o poi, come dire, sarebbe dovuto essere sciolto, no? E quindi tutta questa cosiddetto revisionismo contro la pace di Versailles è un revisionismo che cova in Germania, su cui si costruiscono gli estremismi, per non parlare poi del caso italiano, perché lo sconvolgimento terribile che l'Italia conosce da questa prima guerra mondiale conduce di lì a pochi anni all'avvento del fascismo, e l'avvento del fascismo che poi sarà in qualche modo l'esempio per tutti i movimenti di destra che sorgono in Europa, no? Mussolini, il fascismo che prende il potere nel 1922, rappresenta l'esempio da seguire, ad esempio, per la Germania del movimento nazionalsocialista e per altri paesi. Quindi tutte le contraddizioni, tutte le tensioni che poi condurranno all'esplosione della Seconda Guerra Mondiale, non tutte, ma una parte di queste contraddizioni effettivamente nascono dallo sconvolgimento della Prima Guerra Mondiale e dai problemi irrisolti della pace che si firma nel 18. Ok, Dankeschön, grazie. Wir kreisen das Thema langsam ein. Es würde mir gefallen, wenn es uns gelingen würde, dann jetzt das ein bisschen aufzuteilen, dass wir dann sagen, okay, Rosi Übrecker beschreibt das ein bisschen vom Norden her betrachtet, und der Andrea gibt uns dann das Bild wieder, das sich von Süden her geboten hat, denn das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die sich interessanterweise genau hier bei uns auf spannende Art und Weise mischen. Jetzt gehen wir zum Thema. Also der Erste Weltkrieg und vor allem seine Ursachen interessieren uns jetzt sehr. Wir haben jetzt mittlerweile mitbekommen, oder was ja auch Stand der Dinge ist, dass man sagt, der Zweite Weltkrieg wäre ohne den Ersten nicht möglich gewesen. Es hat also praktisch große Ungleichgewichte oder große Unausgeglichenheiten, sagen wir mal so, im europäischen Machtgefüge, in der europäischen Gemengelage gegeben, die so groß waren, dass sie mit einem Krieg, also jetzt mal etwas zynisch gesagt, nicht ausgeräumt und nicht beseitigt werden konnten. Wie müssen wir uns das Europa, jetzt sagen wir mal so im Jahr 1913, 1912 vorstellen? Welche sind die wichtigen Player in Europa und wie entwickelt sich die Gemengelage? Jetzt haben wir mal, vielleicht gelingt uns das vom Norden her betrachtet jetzt mal. Ja, 1912, 1913 sind wir eigentlich mitten in einem Konflikt der Balkankrieger, die gewissermaßen schon vorausweisen in diesen Ersten Weltkrieg und im Prinzip auch diese Konfliktsituation in Europa herrscht ein Stück weit schon vorwiegend. Und wenn man quasi den Blick auf den Sommer 1914 richtet und auch auf die Vorgeschichte, so ist der Blick gerichtet auf diesen Balkan,
der destabilisiert ist und ein großer Unruhe hat in Europa ist. Das resultiert vor allem aus dem Niedergang, aus den großen Problemen des Osmanischen Reiches. Dieser sukzessive Machtverlust des Osmanischen Reiches führt zu verschiedenen Konfliktlagen, die den Balkan betreffen. Und der Balkan ist eine Zone verschiedenster Interessensphären. Also hier spielen hinein die Interessen Russlands, hier spielen hinein die Interessen Österreich-Ungarns natürlich, hier spielen hinein die Interessen des Osmanischen Reiches, verschiedener Balkan-Kleinstaaten und natürlich vor allem seit dem Libyen-Krieg auch Italien, das sozusagen in diesem Bereich engagiert ist. Es ist also vor allem, es sind diese spezifischen Konfliktlagen auf dem Balkan, die vor allem auch für die österreichisch-ungarische Außenpolitik ganz zentral sind. Und die österreichisch-ungarische Außenpolitik der Donaumonarchie vor 1914 ist vor allem eine Balkanpolitik. Also hier liegen die schwergewichtigen Interessen Österreich-Ungarns und hier gibt es eine ganze Reihe von Konfliktsituationen, die im Prinzip, wenn man jetzt die jüngere Vergangenheit vor 1914 hernimmt, beginnen mit dem Mord des serbischen Königs Alexander 1903, der Austrophil ist. Das geht weiter vom sogenannten Schweinekrieg 1906 bis zur sogenannten Annexionskrise von 1908, also die Annexion Bosnien und Herzegowinas durch Österreich und Ungarn und mündet dann in den Balkankrieg. Also das heißt, wir haben es mit einer multiplen Konfliktsituation, vor allem in dem Jahrzehnt vor 1914 auf dem Balkan zu tun. Und diese Konfliktsituation ist überschattet durch Bündnisse, durch europäische Bündnisse, die sich gewissermaßen teilen in zwei Blöcken. Das ist der sogenannte Dreibund, in dem also das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn und Italien seit 1882 vereint sind. Und die Triple Entente, also Großbritannien, Frankreich und Russland. Das heißt, das sind die zwei Dimensionen. Zum einen diese Bildung, die natürlich auch ein gewisses Risiko bedeutet, sozusagen für spezifische Konfliktlagen und all das, was sozusagen ein Bündnis mit sich bringt für einen künftigen Krieg. Und es ist auf der anderen Seite, sind diese spezifischen Konfliktlinien auf dem Balkan, die dann im Sommer 1914 eskalieren. Visto da sud, è anche, tu confermeresti questa tesi che il conflitto nasce dalla situazione balcanica? Sì, sicuramente sì, confermerei questa tesi assolutamente. Visto da sud poi chiaramente ci sono anche altri elementi che si aggiungono, cioè questa situazione italiana è un po' paradossale, cioè un'Italia che è alleata appunto dal 1882 con l'Austria e con la Germania, pur avendo in sospeso, diciamo così, questi cosiddetti territori irredenti, cioè questi territori abitati da popolazione di lingua italiana, Trento e Trieste, che sono sotto l'Austria. Per cui in Italia inizia a montare anche una riflessione, diciamo così, una polemica anche su questa alleanza che viene giudicata innaturale. Cioè l'Italia, com'è che è nata l'Italia, com'è che è cresciuta l'Italia con il risorgimento italiano nel corso dell'Ottocento? È nata avendo come nemico, diciamo così, l'Austria, no? L'Austria che possedeva territori nel nord Italia, l'Austria che aveva una presenza politico-diplomatica molto importante a livello d'Italia anche centrale, che attraverso queste guerre di indipendenza in pratica viene lentamente cacciata, no, dall'Italia del nord, e questo conduce appunto attraverso le tre guerre di indipendenza all'unificazione italiana e quindi all'annessione prima del Lombardo-Veneto, della Lombardia, del Veneto dell'Italia centrale, eccetera eccetera. Resta in sospeso Trento e Trieste. Ecco, perché ci si chiede alla fine dell'Ottocento l'Italia finisce per allearsi proprio con questo nemico ereditario, no? Così definito, con l'Austria? Perché lì in quel dato momento storico l'Italia vive una politica, diciamo un'ambizione di espansione territoriale
verso l'Africa e si scontra in quella direzione, in particolare nei confronti della Francia. E quindi sale molto questa tensione con la Francia, in particolare per la conquista di Tunisi, della Tunisia, ed ecco che l'Italia, che è in quella fase piuttosto isolata dal punto di vista internazionale, trova nell'Austria e nella Germania dei partner forti in funzione sostanzialmente antifrancese. Cosa succede poi però? Succede che, come diceva giustamente Ossi prima, c'è questo momento che viene vissuto in maniera molto drammatica, anche un po' esasperata in Italia, che è questa crisi di questa annessione della Bosnia e Erzegovina, che avviene e che viene vista come, dal punto di vista italiano, come appunto una annessione non concordata da parte di questo alleato austriaco in un territorio che è quello della zona, diciamo, balcanica, in cui l'Italia ha anche delle mire piuttosto concrete. E quindi il fatto di subire questo allargamento, questa espansione austriaca senza avere di ritorno nessun vantaggio, fa crescere in Italia un forte sentimento anche anti-austriaco. Quando poi scoppia questa prima guerra mondiale, l'Italia non entra in guerra perché non è vincolata, il trattato prevedeva, era un trattato di tipo difensivo, diciamo così, Italia, cioè Germania e Austria conducono questa, fanno scoppiare questa guerra, fondamentalmente questa imposizione che avviene alla Serbia e che poi conduce alla prima guerra mondiale, senza concordare questo passo diplomatico importante con l'Italia, e l'Italia da quel punto di vista ha tutte le ragioni, anche dal punto di vista, diciamo, diplomatico e per quanto riguarda i doveri del patto, a tenersi fuori. E poi lì inizia un'altra storia, cioè inizia questa storia fatta di mobilitazione di massa, di una politica moderna, in cui le piazze mobilitate da un ceto medio, un ceto intellettuale che si era sviluppato molto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anche sull'onda della guerra di Libia, cioè questa idea dell'Italia come grande potenza, di fatto questa mobilitazione delle masse nelle piazze finisce per ribaltare quella che era una posizione in Parlamento, che invece si era espressa in maniera molto chiara per la neutralità, per rimanere fuori da questa guerra. E qui ovviamente, però qua si apre poi un'altra questione, molto forte viene posto l'accento su Trento e Trieste, cioè l'Italia propone, diciamo, chi sostiene questa guerra la propone come la quarta guerra del risorgimento italiano, cioè per completare l'unificazione italiana, per portare gli altri italiani che sono rimasti al di fuori all'interno della nazione madre. In realtà è molto di più, è molto altro, cioè c'è questo aspetto, ma l'Italia ha delle pretese che vanno molto al di là di questa unificazione nazionale, perché la pretesa è quella di conquistare territori che non sono abitati da popolazioni di lingua italiana, in primo luogo appunto il Sud Tirolo, il confine al Brennero, lo si vuole assolutamente per questioni di tipo strategico e di potenza, ma che non hanno nulla a che fare con il discorso della unificazione nazionale, così come le ipotesi di espansione verso est, verso la Dalmazia, no? Verso le isole, appunto le isole del Dodecaneso, eccetera. Gli obiettivi che si pone l'Italia sono degli obiettivi da grande potenza, non da potenza che semplicemente vuole concludere il proprio processo risorgimentale di unificazione nazionale. Ma visto anche da una nazione che non si vede così intrecciata, inglobata in questa situazione, diciamo, in tutta l'Europa, ma che pensa innanzitutto alla propria riunificazione e alla proprio sviluppo, che non ha questi interessi, diciamo, globali, non direi, ma europei, ma si concentra innanzitutto al proprio sviluppo. Sì, si concentra sostanzialmente al progetto di diventare grande potenza. Cioè l'obiettivo dell'Italia che entra in guerra è quella di fare questo salto di qualità di un paese che è sempre rimasto, appunto dall'unificazione in poi, in secondo piano, diciamo così, dal punto di vista nei confronti degli altri grandi paesi europei. Ecco che questa grande guerra deve consentire all'Italia di fare questo salto di qualità. E in un certo senso, può sembrare cinico dirlo, però in un certo senso è quello che avviene. Cioè l'Italia, anche dal punto di vista economico, durante la prima guerra mondiale,
conosce quello che in altri termini viene definito il decollo industriale, no? Questo take-off industriale, perché questa enorme mobilitazione di risorse finalizzata alle armi, finalizzata allo sviluppo appunto economico indirizzato al sostegno di questa enorme impresa bellica, ecco, questo enorme sforzo produttivo, organizzativo, eccetera, farà fare effettivamente all'Italia questo salto di qualità, così come il fatto di vincere la guerra condurrà l'Italia a espandere i propri territori, quindi i confini, diciamo, dello spartiacque sia a nord, al Brennero, che ad est, ma condurrà l'Italia anche ad avere un ruolo dal punto di vista politico, diplomatico, nello scacchiere danubiano, balcanico, che sarà nel corso degli anni 20, nel corso degli anni 30, un ruolo importante. Ok, gehen wir noch einmal 100 Jahre zurück, also dann sind wir in der Zeit des Wiener Kongresses, Österreich damals eine bestimmende Kraft, dann blättern wir wieder ein bisschen und lesen ein paar Seiten im Mann ohne Eigenschaften von Musil und wir sehen dann plötzlich, dass dieser großen Nation des Wiener Kongresses irgendwo Saft und Kraft fehlt und dass es irgendwie so eine Art Todessehnsucht sich durch diesen Roman schleicht. Wir wollen ein ultimatives Kräftemessen, diese große Parallele, also die vaterländische Aktion, irgendwie kommt sie nicht zustande. Man hat immer den Eindruck, Musil ist so, der zeichnet so die Stimmung so wahnsinnig stark auf. Ich weiß nicht, täuscht mich das, ist das eine falsche Sichtweise, die Musil hier einbringt, oder war es wirklich so eine Art Dämmerung des Systems? Also wie könnte man die Rolle Österreichs in der Zeit, sagen wir, zwischen dem Wiener Kongress und dann den ersten 10, 15 Jahren des 20. Jahrhunderts, wie hat sich Österreichs Rolle da entwickelt? Ist das auch ein Grund für diese fast zwangshafte Ausrichtung in Richtung eines großen Krieges? Naja, ich würde sagen, natürlich stand dieser Doppelmonarchie, die Donaumonarchie Österreich-Ungarn, gerade in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, vor 1914, ausgehend im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter großem Druck. Es gibt verschiedene Problemlagen. Das ist natürlich zum einen der Charakter einer multinationalen Monarchie, die irgendwie zeituntypisch ist in der Zeit des Nationalismus, sozusagen der Hinwendung zum Nationalstaat, der sich in Europa beobachten lässt, dieses Aufkommens nationaler Bewegungen. Keine Frage, dass die Donaumonarchie insbesondere in den Jahrzehnten vor 1914 hier sozusagen unter starken Druck gerät. Das ist das eine. Das andere sind sozusagen diese spezifischen Problemlagen in der Außenpolitik, die sich vor allem am Balkan abspielen. Und ich habe das bereits erwähnt, Andrea hat das sozusagen noch ausgeführt. Und es ist irgendwie auch, kann man sagen, eine Art Ironie der Geschichte oder Ironie des Schicksals, dass am 28. Juni gerade jener Mann sozusagen durch die Schüsse in Sarajevo getötet oder ermordet wird, der gewissermaßen als der innerhalb der Monarchie als der Reformer galt, dem man es zutraute, der zwar nicht beliebt war, von den Ungarn gehasst, auch von den Italienern, dem man es aber zutraute, sozusagen nach dem Ableben dieses alten Kaisers Franz Josef sozusagen hier eine neue Epoche zu öffnen. Und es war ja gerade Franz Ferdinand, der sozusagen eine betont auf den Frieden ausgerichtete Politik sozusagen vertrat und der eben auch diesen Ausgleich oder die Lösung dieses Balkanproblems eben in einer Art Ausweitung dieses österreichisch-ungarischen Dualismus im Rahmen eines Trialismus saß, also einer eigenen Kraft der Südslawen im Verbund dieser Donaumonarchie. Das war die Vision auch Franz Josefs, die am 28. Juni in Sarajevo sozusagen untergeht. Und damit wird sozusagen ein neues Kapitel der österreichisch-ungarischen Geschichte und der europäischen Geschichte aufgeschlagen. Wir wissen, wie es im November 1918 endet.
verändert nämlich mit der Disinformation dieser Donaumonarchie. Inwieweit spielt es noch eine Rolle in dieser vorkriegslichen kriegslichen Gemengelage, dass eigentlich Österreich, sowieso Deutschland, aber auch Italien beim Kolonialismus zu spät gekommen sind in gewisser Weise? Spielt das auch eine Rolle? Es spielt auch eine Rolle, dass gewissermaßen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn jetzt nicht sozusagen die klassischen Kolonialstaaten sind, im Sinne sozusagen eines Engagements, das sozusagen Großbritannien verkörpert. Das mag durchaus so sein. Aber ich würde sagen, das ist sozusagen, wenn man die österreichisch-ungarische Geschichte als Ganzes sieht, eher ein geringeres Problem, weil die Donaumonarchie natürlich mit sozusagen staatsinternen Problemen vollauf konfrontiert war und es sozusagen um die Erhaltung eines Status quo geht, um die Erhaltung dieser multinationalen Monarchie, um die Weiterentwicklung eines Konzeptes dieses Staatenbundes innerhalb der österreichischen Monarchie. Also das waren die großen Fragen der Herausforderung, wie kann man hier staatsinterne Probleme, die sozusagen vor allem verursacht wurden durch den Nationalismus, wie kann man die in Einklang bringen mit einer Zukunftsvision dieses Staates und wie ist das sozusagen auch in Einklang zu bringen mit einer Außenpolitik, die sozusagen immer schwieriger wird in diesen europäischen Mächteverhältnis. Wenn wir die heutige Situation anschauen, also wir sind jetzt 100 Jahre später und wir haben wieder einen Krisenherd, jetzt nicht im Balkan, aber etwas weiter nordöstlich davon. Welche großen Unterschiede hörtest du in der Machtkonstellation, die wir vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren hatten, im Verhältnis zu der Machtkonstellation, die uns heute, denke ich, doch auch vollkommen zu Recht einiges Kopfzerbrechen bereitet? Ja, ich glaube, gerade diese Ukraine-Krise, das war sozusagen das Lieblingskind der Journalisten, die Vergleiche der Ukraine-Politik, der Konfliktsituationen, die wir heute sozusagen in Osteuropa erleben im Rahmen des Ukraine-Konfliktes und der spezifischen Konfliktlagen des Ersten Weltkrieges. Natürlich sind die Konfliktlagen sozusagen heute andere, das ist klar. Aber ich denke, trotzdem kann man sagen, dass gerade dieser osteuropäische Raum, der Nahe Osten, der Balkan, in ganz, ganz starkem Maße, Andrea hat das auch erwähnt in seiner ersten Antwort auf deine Frage, in ganz starkem Maße auch geprägt sind durch die Folgen dieses Ersten Weltkrieges. Denn man darf nicht vergessen, dass nach Ende dieses Krieges im November 1918 der Krieg im Osten lange nicht beendet ist und dass es sozusagen durch diese Folgen, durch die Beendigung des Ersten Weltkrieges und die Folgen dieses Ersten Weltkrieges zur Aufteilung von Interessenssphären kommt, die im Prinzip schon im Sykes-Picot-Abkommen 1916 sozusagen formuliert werden. Das heißt, es kommt zu einer Aufteilung von Interessenssphären, zu Grenzziehungen, zu willkürlichen Grenzziehungen, die sozusagen auch gewisse Problemlagen schaffen, wenn wir den Nahen Osten anschauen, wenn wir Syrien anschauen, wenn wir andere Staaten, die sozusagen entstehen, uns auch vergegenwärtigen. Also hier ist durchaus, die Konfliktlagen sind heute andere, aber ich denke, dass gerade dieser Osteuropa, der Nahe Osten und der Balkan geradezu geprägt worden sind durch diesen Ersten Weltkrieg und die Folgen dieses Ersten Weltkrieges, die Friedensabkommen und die Aufteilung von Interessenssphären in diesen Zonen. Das ist sicher ein ganz starkes Moment, die diese Räume bis heute gewissermaßen prägt. Adesso abbiamo cercato di definire un po' i protagonisti, i player di questo gioco alle vigilie della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo dimenticato qualcuno? Se abbiamo dimenticato qualcuno, ma per quanto riguarda l'Italia, tornando un po' a cos'è questa divisione dei ruoli, quello che è interessante un po' notare in chi si muove per far sì che l'Italia entri in guerra, quindi che l'Italia, dopo che scoppia la guerra,
tra i 14 e i 15 esca da questa realtà di neutralità, sono tanti attori diversi, no? Per cui forse prima un po' schematizzato, no? Chi manca? Effettivamente mancano diversi elementi, perché a spingere per l'intervento in guerra dell'Italia sono personalità, forze politiche, forze culturali molto diverse l'una dall'altra. Da una parte ci sono quelle forze liberali che vogliono questa Italia che completi questa unificazione nazionale e che si proponga con un ruolo di peso a livello internazionale. Poi ci sono questi movimenti nazionalisti molto forti, molto in crescita, che vedono una partecipazione molto dinamica di nuove personalità, ad esempio D'Annunzio, no? Che costruisce lì il proprio successo anche mediatico e che utilizzano anche con grande modernità e intelligenza proprio i mezzi di comunicazione, e questi vogliono qualcosa di più, cioè vogliono un'Italia imperiale, diciamo così, e mettono sul piatto quelli che saranno temi che poi saranno ripresi con forza dal fascismo. E poi c'è un interventismo che è molto diverso da questo, perché c'è ad esempio questo interventismo che viene definito l'interventismo democratico, che muove da finalità effettivamente più nobili, diciamo così, cioè finalità che sono sì quelle risorgimentali, cioè quelle di inglobare gli italiani, anche lì mettendo sul piatto la questione dei confini, cioè inglobare gli italiani fino a dove? Ad esempio, non so, Cesare Battisti o altri interventisti di ambito socialista, eccetera, parlano in maniera molto chiara di un confine a Salorno. E quindi non vogliono assolutamente l'annessione dei territori più a nord abitati da popolazione di lingua tedesca. E all'interno di questo interventismo democratico c'è poi chi vede la guerra come l'occasione per condurre alla dissoluzione e alla sconfitta questi imperi, questi grandi imperi centrali, considerati come appunto l'Austria la prigione dei popoli, no? La Germania prussiana militarista aggressiva. Ecco, quindi l'idea che possa vincere il modello della Francia, dell'Inghilterra e quindi di nazioni di stampo democratico, e che questa guerra consenta quindi di creare un'Europa diversa, un'Europa al cui interno queste grosse, grandi, questi imperi, queste monarchie di tipo autoritario, di tipo tradizionale, con un forte peso anche dell'apparato militare, vengano cancellate. Poi si crea appunto, e questo è quello che ci ricollega anche all'oggi, no? Cosa succede dopo? E questo è un problema che dura fino ai giorni nostri, cioè ad esempio il presidente americano Wilson nell'ultimo anno di guerra lancia questo slogan, che poi ha anche un grande successo anche mediatico, di questi 14 punti di Wilson, appunto al cui centro c'è la questione dell'autodeterminazione dei popoli, cioè si creerà un'Europa in cui i popoli potranno decidere del proprio destino, no? In cui si creeranno degli stati nazionali superando questa prigione dei popoli austriaca, in cui ogni popolo potrà scegliere la propria nazione. Quando però ci si troverà sul tavolo della pace con questa carta geografica dell'est europeo, si scoprirà che questa idea, forse un po' romantica, era un po' ingenua. Cioè in territori, e parlo appunto in primo luogo dell'Europa orientale, dei Balcani e dell'Europa orientale, in cui le popolazioni non sono divise da linee etniche chiare, ma convivono all'interno dello stesso territorio, come si fa a creare un'Europa dei popoli? Qualcuno che resterà fuori dalla nazione di riferimento ci sarà sempre. Cioè, e il problema arriva all'oggi, no? Il problema di queste minoranze nazionali, ad esempio la minoranza russa presente in Ucraina, è un problema di fatto novecentesco, e che non si pensava di risolvere alla fine di questa, in buona fede, alla fine di questa prima guerra mondiale, ma è di fatto un problema irrisolvibile, perché in determinate realtà geografiche non esiste una linea etnica, e quindi l'unica soluzione potrà venire attraverso un sistema di garanzie di queste minoranze che vivono al di fuori del proprio Stato nazionale, cosa che ad esempio in Ucraina non è avvenuto, no? E bisogna dire anche questo, no? Cioè non c'è soltanto la Russia imperialista, che ovviamente ha ambizioni
di recuperare questo ruolo centrale a livello mondiale, ma c'è anche un problema degli altri stati, come trattano le minoranze nazionali questi altri stati, anche questo è un problema che nasce da qua. Ok, grazie. Also, wie müssen wir uns jetzt Südtirol vorstellen oder Tirol vorstellen, jetzt am Vorabend des Ersten Weltkrieges? Welche sind die wichtigsten, sagen wir mal, Faktoren, die den Alltag der Menschen bestimmen, die hier leben? Ja, Tirol ist am Vorabend des Ersten Weltkrieges ein vor allem agrarisches Land, das vor allem landwirtschaftlich geprägt ist. Es ist ein Land, das gewissermaßen 1914 keine Anzeichen trägt, dass es zu einem Krieg kommt. Es geht alles seinem gewohnten Lauf. Und diese Kriegserklärung, die Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo und die darauf folgende Kriegserklärung, man erwischt dieses Land sozusagen auf dem kalten Fuß. Und es ist interessant zu sehen, wie die Bevölkerung vor allem, also wir haben hier bisher sehr stark geredet von politischen Konstellationen, von den Machthabern, von den diplomatischen Entscheidungen, die getroffen werden. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, auch einen Blick auf die Menschen, auf die Gesellschaft zu richten, sozusagen am Vorabend des Ersten Weltkrieges in Tirol und gerade zur Zeit dieser Kriegserklärung. Hier ist es interessant zu sehen und ich glaube, wir alle kennen diese Bilder oder auch Sie, diese Bilder von jubelnden Menschenmassen auf den Plätzen in den ersten Augusttagen nach der Kriegserklärung, ob nun in Innsbruck, in Bozen oder auch für Meran gibt es beispielsweise diese Fotos. Und hier ist in der Weltkriegsgeschichtsschreibung lange Zeit sozusagen diese These aufgestellt worden, dieses Augusterlebnis, also die Menschen, die diesen Krieg begeistert begrüßen, die in die Bahnhöfe strömen, Soldaten, die sich gewissermaßen freiwillig auch zu den Truppen melden, zu den diversen Truppen, die dann an die Ostfront quasi überstellt werden. Die neuere Weltkriegsforschung hat dieses Bild dieses Augusterlebnisses interessanterweise sehr stark relativiert und darauf hingewiesen, dass diese Euphorie, diese Kriegseuphorie vor allem ein Phänomen städtisch-urbaner Gesellschaft, bildungsbürgerlicher Schichten war. Hier ist sozusagen diese Kriegsbegeisterung oder auch im Vorfeld des Krieges diese Kriegserwartung, diese sozialdarwinistische Haltung, es würde früher oder später zu einem großen Krieg kommen und dieser Krieg hätte sozusagen auch eine reinige Wirkung. Das ist sozusagen ein spezifisch urbanes Phänomen, es ist ein bildungsbürgerliches Phänomen und wir wissen heute aus neueren Forschungen und ich komme wieder zurück zu deiner Frage des Tirols vor 1914, dass gerade sozusagen in dieser dörflich-landwirtschaftlich-agrarischen Struktur diese Kriegsbegeisterung in den ersten Augusttagen sehr, sehr gemäßigt vorhanden war. Hier überwiegt vor allem die Angst vor dem, was wohl kommen wird, was dieser Krieg sozusagen mit sich bringen wird. Niemand denkt natürlich zu dieser Zeit noch an einen Weltkrieg, an einen großen Krieg. Hier ist immer der Slogan zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Sozusagen, das ist der Spaziergang nach Belgrad und wir hauen die Serben und in zwei, drei Monaten sind wir wieder zurück. Also das ist die Vorstellung, die man von diesem Krieg hat. Und darüber hinaus gibt es noch andere spezielle Konfliktlagen, gesellschaftliche Konfliktlinien. Beispielsweise ist diese Kriegsbegeisterung in Trentino kaum vorhanden. In Trentino hat man eine gewisse Vorahnung vor dem, was passieren wird. Es bleibt diese Frage, was Italien macht. Wird Italien sozusagen in diesen Krieg eingreifen? Wenn ja, auf welcher Seite? Also das sind so die spezifischen Konfliktlagen, die vor allem in der Tiroler Gesellschaft zur Zeit der Julikrise vom Attentat hin bis zur Kriegserklärung dann greifen. Das ist eine Zeit der großen, großen Unsicherheit vor dem, was wohl kommen wird. Und was kommt, ist natürlich eine Katastrophe. Das erleben wir in Flandern gleichermaßen wie in Galizien oder Bukowina.
wer sind die bestimmenden Kräfte in der Gesellschaft? Also sicher hat die Kirche eine große Rolle gespielt. Wo liegen die Machtzentren jetzt in diesem kleinen Tirol? Ja, die Machtzentren liegen sicher zum einen in der konservativen Politik, bei der Kirche. Das sind die wirklichen Machtzentren, die sozusagen das Geschehen bestimmen, die im Wesentlichen sozusagen dann auch nach Kriegsausbruch die Kriegspropaganda leiten und prägen. Wir wissen, dass sich in Tirol ja vor allem auch die Kirche sehr stark propagandistisch betätigt. Der Brixner Bischof verkündet diesen Krieg so sehr, sehr bald nach Kriegsbeginn als heiligen Krieg, der da wohl geführt wurde, und die Kirche instrumentalisiert und die konservative Politik instrumentalisiert diesen Krieg natürlich für sich als Kampf sozusagen, vor allem in der ersten Kriegsphase gegen die russische Orthodoxie. Also ab dem Juli, August 1914 ist das große Feindbild sozusagen das orthodoxe Russland. Das ändert sich dann mit dem Interventum im Mai 1915, wo Italien gewissermaßen der Hauptgegner der Monarchie wird und natürlich auch Tirols wird durch diese Grenze, die sich dann mitten in den Bergen entfaltet und entsteht. Wie war damals das Verhältnis, sagen wir mal, zwischen den zwei Städten, Bozen und Trier? Welche Alltagsbeziehungen hat es da gegeben? Gab es regen Handel? Gab es Austausch? Gab es familiäre Verbindungen? Gab es da Grenzsituationen, auch was den Handel betrifft, die sich belastend ausgewirkt haben? Oder wie muss man sich das heute vorstellen? Es gibt natürlich große wirtschaftliche, gesellschaftliche Verbindungen zwischen den zwei Städten, auch wenn die Städte natürlich ganz verschieden sind, sozusagen natürlich auf politisch-nationaler Ebene. Das ist sozusagen nicht vergleichbar, aber ich denke, die Frontlinien, die hier gezogen werden, entstehen im Prinzip schon mit Kriegsbeginn und verschärfen sich natürlich dann mit dem italienischen Intervento. Der italienische Intervento ist sozusagen die Katastrophe für das Trentino, weil die Trentiner Bevölkerung mit einem Mal, vor allem aus der Perspektive des deutsch dominierten KMK-Militärs, politisch unzuverlässige sind. Und wir kennen ja die Geschichte von dem, was nach dem Mai 1915 passiert, also die Evakuierungen von Zehntausenden von Trentinern in das österreichische Hinterland, auch in Internierungs- und Flüchtlingslager. Das war sicherlich eine Maßnahme, die zum Teil notwendig und gerechtfertigt war, in dem Sinne, dass man natürlich die Trentiner Bevölkerung im Grenzbereich evakuieren musste aufgrund der militärischen Kampfhandlungen. Das österreichisch-ungarische Militär geht aber weit darüber hinaus, installiert eine Art Militärabsolutismus, eine sehr harsch regierende Kriegsgerichtsbarkeit. Es gibt unzählige Verfahren auch gegen Trentiner Politiker während des Ersten Weltkrieges aufgrund dieses, ich würde sagen, Gummiparagraphen der Majestätsbeleidigung und der Störung der öffentlichen Ruhe. Also hier geht man sehr, sehr harsch vor, und diese Maßnahmen der Militärs ab dem Mai 1915 in Trentino erinnern eigentlich in gewisser Weise an die Vorstellungen Ptolemais, spiegelverkehrt, in den 20er Jahren zur Italienisierung Südtirols. Also es gibt interessanterweise auf militärischer Ebene dieselben Konzepte einer Germanisierung des Trentinos, die sehr stark erinnern an diese nationalen Konzepte Ptolemais in den 20er Jahren. Also für Trentino ist dieser Intervento natürlich eine Katastrophe. Das Land wird zum Kriegsgebiet durch die Front in den Bergen. Es kommt zu diesen Evakuierungen, zu diesen Übergriffen des Militärs, und natürlich ist ein Großteil der Trentiner bereits seit 1914 in den Schlachtfeldern in Galizien, in der Bukowina und in Serbien eingezogen auf Seiten des KMK-Militärs. Das ist eine sehr interessante Gemengelage, die jetzt unser Land und unsere unmittelbare Umgebung betrifft. Auf das Thema Evakuierungen und auch Internierungen, da kommen wir sicher noch zurück. Blättern wir doch jetzt wieder nochmal zurück, also zu den Anfangsmonaten des Krieges. Se adesso abbiamo parlato di visto da nord, visto da sud, ormai ci avviciniamo un po' al centro, che è proprio
da queste parti. Abbiamo visto adesso questa, abbiamo cercato di definire un attimino, di conoscere un attimino la situazione nel Tirolo, alla vigilia del, di questa grande guerra. E se parliamo la notte, sud, il centro più o meno è da localizzare nella zona di Salorno, per dire, da questo momento. Poi quando c'è l'intervento diventa ancora più chiaro, ma già prima si nota un po' questa, questo limite, questa frontiera, o no? Ma diciamo che sì, appunto, si cerca di capire l'Italia che cosa farà, no? Perché non è scontato che l'Italia prosegua nella sua situazione di neutralità. Iniziano questi contatti molto cinici, se vogliamo, no? Tra l'Italia e le potenze, la Francia e l'Inghilterra da una parte, ma anche l'Austria e la Germania dall'altra. E cosa succede? Succede fondamentalmente che nel corso del 1915, appunto nell'aprile del 1915, l'Italia ha la possibilità, diciamo così, di firmare questo patto, il patto di Londra, che è molto favorevole. Cioè, cosa promettono gli alleati all'Italia? Sono molto generosi. Perché? Perché promettono fondamentalmente dei territori che non sono loro. Possono promettere dei territori che appartengono al nemico, e nell'eventualità che la guerra si vinca, saranno territori che appunto non sacrificheranno loro, ma che verranno sottratti fondamentalmente all'Austria-Ungheria. E quindi prometteranno il confine del Brennero, quello del Monte Nevoso, ma tutta l'Istria, la Dalmazia del Nord, la costa della Dalmazia e molte isole oggi croate, il Dodecaneso, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, i contatti con l'Austria sono dei contatti molto più difficili, ovviamente, no? Perché si chiede all'Austria di cedere perlomeno, diciamo così, il Trentino. E chiaramente per l'Austria non si tratta solo di perdere un territorio, ma accettare una ipotesi del genere avrebbe significato, nel corso della guerra, avrebbe significato probabilmente provocare una valanga di rivendicazioni dei tanti popoli presenti sul territorio e per l'autodeterminazione, per uno spostamento di confini che di fatto avrebbe messo in crisi questo impero. Quindi da una parte abbiamo delle potenze che possono promettere mari e monti, perché sono mari e monti che non appartengono a loro. Dall'altra parte c'è l'Austria, che fa molta più fatica ovviamente a promettere qualche concessione per tenere l'Italia fuori dalla guerra. E quando l'Italia entrerà in questa guerra, come diceva giustamente Ossi, ci sarà in primo luogo lo sconvolgimento di questi territori di confine, in primo luogo del Trentino. Perché il Trentino è il territorio che confina, è il territorio di confine tra Italia ed Austria in quel momento. E infatti, se noi andiamo a vedere, ci sono delle cartine che disegnano quella che viene definita la zona nera alla fine della guerra, cioè la zona che subisce le maggiori distruzioni. Ecco, questa zona nera è in pratica tutto il confine meridionale del Trentino, quindi il confine che da il Trentino dà verso l'Italia. Questa zona nera alla fine della guerra è impressionante. Adesso sono state fatte anche delle campagne di raccolta di materiale fotografico, una pubblicazione molto bella su il Trentino alla fine della guerra mondiale, e se vedete questi paesi sono impressionanti, sono dei cumuli di macerie. E succede quello che ad esempio i cattolici trentini, in primo luogo De Gasperi, che è un leader del cattolicesimo trentino, è parlamentare a Vienna, così come poi sarà un leader del cattolicesimo italiano, ecco, i cattolici trentini assolutamente non spingono per l'ingresso in guerra dell'Italia, cioè cercano e sperano che si eviti questo. Perché? Perché sono assolutamente consapevoli che questo avrebbe significato la distruzione del Trentino, diventato fronte di guerra. Anche lì, poi, in Trentino, ovviamente, questa guerra provoca delle lacerazioni interne al corpo sociale molto profonde, perché c'è questa esaltazione per la guerra, che, come si diceva prima, è un'esaltazione che essenzialmente si ritrova nei ceti borghesi, intellettuali, nelle città, che in Trentino conduce a questo passaggio delle linee degli irredentisti italiani, che passano con l'esercito italiano. Quindi passano il confine già prima dell'intervento,
vanno in Italia e si arruolano nell'esercito italiano. Sono pochi, si calcola circa 800 persone, ma sono l'elite della borghesia trentina, di provenienza cittadina, sono soprattutto trentini e romeretani. Ecco, dall'altra parte, di fronte a questi 800 che cambiano divisa, diciamo così, ci sono circa 50.000 soldati che rispondono semplicemente alla chiamata dello Stato legittimo dell'Austria-Ungheria e che andranno poi a combattere soprattutto in Galizia, in Serbia, eccetera, e che conosceranno anche un tasso di mortalità molto alto, perché ne moriranno circa 10.000 di questi trentini su circa 50.000, quindi è uno dei tassi tra i più alti, non in assoluto, però insomma è un tasso molto pesante, una perdita molto pesante che subisce la società trentina. Ovviamente questa divisione, questo combattere chi da una parte e chi dall'altra, sarà poi un elemento di lacerazione molto profondo al termine della guerra. Quando la guerra finirà, quando questi soldati torneranno, i soldati che hanno combattuto per l'Austria, che sono italiani, di lingua italiana, però hanno questa macchia di aver combattuto per il nemico, e la loro memoria sarà assolutamente messa sotto traccia, sarà relegata a un ambito privato, familiare, no? L'ambito delle celebrazioni pubbliche vedrà al centro chi? I pochi combattenti che hanno combattuto per l'Italia. E questa sarà una memoria che rimarrà sotto traccia, poi ovviamente in particolare durante il regime fascista, che però è un po' come una brace che continua a rimanere sotto la cenere, questa idea di questa guerra fatta con l'Austria, che proprio negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha conosciuto un revival molto forte, no? In quest'epoca in cui il Trentino e l'autonomia del Trentino viene messa molto in discussione, no? A livello nazionale, in cui c'è un timore che il Trentino finisca per finire un po' come le altre regioni italiane, insomma, ci si chiede in Italia, ma vabbè, i tedeschi, i sudtirolesi, li possiamo capire, no? Ma sti trentini cosa vogliono? Sono italiani come noi, che cosa vogliono? Che cosa pretendono? Perché vogliono questa autonomia, eccetera, eccetera? E allora c'è tutto questo revival in molti casi anche strumentale. Infatti, mistificato. Sì, anche molto mistificato, questa idea in pratica mitica di questa Austria Felix, in cui gli italiani d'Austria erano tutti felicissimi e contentissimi, ci si voleva tutti bene, e i trentini stavano bene, i trentini hanno combattuto con grande convinzione, sono partiti contenti per il loro imperatore, e anche qua ovviamente mistificando, così come mistificavano, come si mistificava durante il fascismo, negando completamente anche la dignità di questa memoria, di questi morti, di questi soldati che avevano combattuto dall'altra parte. Blättern wir noch einmal ein paar Seiten zurück, also wir hatten jetzt diesen 28. Juni in Sarajevo. Ich habe übrigens noch eine Dame interviewt, die damals 1,5 Meter entfernt von Gavrilo Princip stand. Die hat in Brixen dann gelebt, die alte Frau Adele Kantor, die eigentlich die Adoptivoma vom heutigen Apotheker in Mals, Johannes Wagner Unterbergner, der sich jetzt gerade als Rebell in Finchgau auch profiliert. Interessant, also die Adele Kantor. Geborene Kantor, verehelichte Unterbertinger, die in Brixen gelebt hat, in den Kernhäusern. Die hat den Vater adoptiert vom Johannes Wagner Unterbertinger. Also interessant, also ich habe diese Name noch vor mir, wie sie da mit über 90 Jahren noch lebhaft erzählt, wie sie das alles erlebt hat. Und sie hat auch damals mit ihrem Vater, der Prospektor im Bergbau war, in der Nähe des Militärhospitals gewohnt und die konnten von ihrer Wohnung direkt in den Operationssaal hineinschauen. Die haben dann gesehen, wie die Ärzte die Hände nach unten gegeben haben und dann verstanden als Kinder mit 14 Jahren, 13 Jahren, dass der Kaiser jetzt, der Thronfolger jetzt tot ist. Wir haben jetzt dieses Attentat, wir haben dann diese Juli-Krise oder diese Juli-Situation. Es gibt dann das Ultimatum in Serbien, es gibt dann den Kriegseintritt, abgestimmt mit Deutschland. Welche sind jetzt die ersten, sagen wir mal, größeren Kriegshandlungen? Wo finden sie statt und mit welchem Ergebnis? Gehen wir jetzt vielleicht einmal in dieses halbe Jahr, jetzt sagen wir mal vom Kriegseintritt bis zum Jahr 15 dann einmal durch.
ja, dieser Krieg gewinnt, beginnt gewissermaßen im August 1914 militärisch. Es gibt damals im Wesentlichen drei militärische Kampfschauplätze. Das ist zum einen die Westfront, also die deutsch-französische Westfront. Es ist die Ostfront, also gemäß dem deutschen Schlieffenplan, der Krieg gegen Frankreich und im Osten sozusagen der Krieg gegen das Deutsche Reich mit vereinigten Kräften gemeinsam der KMK-Armee. Und es gibt diesen Kriegsschauplatz am Balkan gegen Serbien natürlich. Die ersten Kämpfe entpuppen sich als unglaublich schwierig, vor allem für die Mittelmächte im Osten dringt die russische Armee weit in deutsches Gebiet ein, weit in österreichisch-ungarisches Gebiet. Die russische Armee besetzt beispielsweise Ostpreußen, große Teile Ostpreußens oder auf österreichisch-ungarischem Territorium Galizien und die Bukowina. Im Westen marschieren die Deutschen durch Belgien Richtung Nordfrankreich und versinken dann relativ schnell sozusagen auch in einem Stellungskrieg, der dann an der Westfront unglaubliche Todeszahlen, Gefallenraten fordert. Und wenn man jetzt sozusagen eine erste Bilanz zieht dieser Kämpfe, wie du gesagt hast, der ersten sechs Monate, des ersten Halbjahres, so überrascht ist vor allem einprägend diese unglaublich hohen Todesraten, diese unglaublichen Gefallenenraten. Das heißt, dieser Erste Weltkrieg eröffnet eine vollkommen neue Situation des Krieges, der sich 1914 in hohem Maße unterscheidet von den Kriegen des 19. Jahrhunderts, den klassischen Kabinettskriegen des 19. Jahrhunderts. Jetzt sind es Massenheere, die gegeneinander antreten, Massenheere, die rekrutiert werden aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht, die sich in Europa im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzt. Und in mehr oder weniger allen Armeen des Ersten Weltkrieges gilt insbesondere in dieser Frühphase des Krieges diese Doktrin der Offensive. Das heißt, der einzelne Mann zählt nicht, die Truppen werden immer wieder dem Gegner zugeworfen. Es gibt unglaubliche Verlustraten. Vor allem im Osten muss man auch berücksichtigen, dass die Russen eine gewisse Erfahrung aufgrund des russisch-japanischen Krieges hatten, wo wir schon das erste Mal diesen Massenkrieg, diesen hochtechnisierten, modernen Krieg erleben, wo die Soldaten gezwungen sich in Gräben einzugraben, wo gekämpft wird mit vor allem Artillerie. Es etabliert sich das Maschinengewehr als die klassische Waffengattung des Ersten Weltkrieges. Das sind spezifische militärische Situationen, die neu sind und die in diesen ersten Monaten unglaublich viele Opfer kosten, darunter natürlich auch zahlreiche Tiroler Soldaten, also tausende von Tiroler Soldaten, die im Verbunde der Tiroler Kaiserjägerregimenter und Landesschützen gerade in diesen ersten Monaten an der Front gegen Russland ihr Leben lassen müssen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das eine grobe Fehleinschätzung der Generalstäbe oder wurde das auch in Kauf genommen? Also dass die Waffen sich weiterentwickelt hatten, das müsste man doch wohl gewusst haben. Ich würde sagen, es war beides. Es war zum einen eine grobe Fehleinschätzung auch der Generalität. Es war zum anderen aber auch die Vorstellung, diese Massenarmeen des Ersten Weltkrieges, die rekrutiert sind aufgrund der allgemeinen Wehrpflicht, sind so stark, dass sozusagen der einzelne Soldat nicht zählt. Es wird hier nunmehr gerechnet in Form von Nummern, in Form von Truppenkontingenten, die gewissermaßen mechanisch nach vorne geworfen werden und teilweise, man kann das sehr gut nachvollziehen, auf der Basis der österreichisch-ungarischen Kriegsführung in Serbien, galten besonders jene Truppenkontingente als besonders mutig, in denen die Todesraten sozusagen am höchsten waren. Also es ist hier eine wirklich zynische Kriegsführung, auch der Generalität mehr oder weniger aller Kriegsbeteiligten, die sozusagen unglaublich hohe Verlustzahlen, unglaublich hohe Gefallenenzahlen in Kauf nehmen. Das
dieses Blatt wendet sich dann erst, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte des Jahres 1915, wo man sozusagen damit konfrontiert ist, dass aufgrund dieser enorm hohen Gefallenenzahlen man auch mit der Ressource Mensch und Soldat zunehmend haushalten muss. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, bisher wenig bekannte Aspekt, ist die Tatsache, dass bereits in dieser ersten Phase des Krieges Kriegsgräuel und Kriegsverbrechen in unvorstellbarem Ausmaß begangen werden, wohlgemerkt im Ersten Weltkrieg. Also diese Kriegsverbrechen, Kriegsgräuel-Thematik ist etwas, was wir gemeinhin sozusagen eher mit dem Zweiten Weltkrieg verbinden. Es gibt aber ein wirklich großes, erstaunenswertes Ausmaß von Kriegsverbrechen, die in diesen ersten Monaten des Krieges begangen werden. Ich erinnere beispielsweise an das Vordringen der deutschen Truppen in Belgien und in Nordfrankreich. Dort gibt es innerhalb von wenigen Monaten rund 6.000 getötete Zivilpersonen, die in verschiedensten Massakern in Belgien, in Nordfrankreich von deutschen Truppen ermordet werden. Das ist von der Geschichtsschreibung relativ gut aufgearbeitet. Die Dimensionen in Serbien und im Osten sind noch einmal andere. Also hier werden wirklich in diesen Grenzgebieten der Bukowina und Galizien oder auch russisch Polen fast in jedem Dorf Kriegsverbrechen begangen. In Serbien bringt die österreichisch-ungarische Armee im Rahmen der ersten Offensive innerhalb von circa 3 Wochen mehr als 4.000 Zivilisten um. Die Dimensionen an der Ostfront in Russisch-Polen sind noch einmal andere. Auch hier kennen wir diese weit verbreiteten Bilder von Zivilisten, die an Bäumen hängen oder am Galgen sozusagen fotografiert werden. Die russische Armee ist keinen Deut besser, also im Vordringen nach Galizien und Bukowina werden hier vor allem Massaker an der jüdischen Bevölkerung, österreichisch-ungarisch-jüdischen Bevölkerung begangen. Und auch in Ostpreußen gibt es Tausende von toten Zivilisten. Das heißt, es ist eine Eskalation der Gewalt in diesen ersten Monaten im Rahmen dieses modernen, industrialisierten, technisierten Massenkrieges, die bisher noch wenig erforscht ist und bisher wenig bekannt war. Du hast schon ein zentrales Medium genannt, das jetzt in der Betrachtung eine ordentliche Rolle oder eine wichtige Rolle spielen wird, das Foto. Und also das hat es ja in diesem Ausmaß bei anderen Auseinandersetzungen vorher nicht gegeben. Das Foto wird plötzlich zu einer zentralen Aussage, die auch den Schrecken dann verbreitet. Am Anfang, denke ich, lässt sich das noch relativ gut kontrollieren von dem Generalstab oder auch von den Nachrichtenoffizieren, wie da Bilder rausbringen. Der normale Soldat hat ja auch keinen Fotoapparat. Das war im Zweiten Weltkrieg dann schon etwas anders. Jetzt tauchen ja immer wieder auf den Dachböden die dollsten Schätze auf, also von Fotos, die einfach als Soldaten aufgeschossen hatten. Aber damals war das Foto ja eigentlich auch als Propagandamittel ausreichend bekannt und wurde es auch so eingesetzt. Oder wurde das auch nicht so als strategisches Informationsmedium und als Manipulationsmedium erkannt? Doch das Foto war in hohem Maße sozusagen propagandistisch verwertet und ein Kommunikationswissenschaftler, ich kann mich an den Namen jetzt nicht mehr erinnern, aber hat einmal sozusagen den sehr treffenden Ausspruch getan, der Erste Weltkrieg sei die Inkubationszeit der politischen Bildpropaganda. Der Erste Weltkrieg markiert auch im propagandistischen Sinne eine Übergangszeit hin zur wirklich modernen Massenpropaganda des 20. Jahrhunderts. Und er ist sozusagen eine Übergangszeit. Im Ersten Weltkrieg haben wir zum einen die klassischen Medien des 19. Jahrhunderts, also hat das klassische Schlachtenbild genauso seinen Platz wie die moderne Bildpropaganda und auch schon bitte während des Krieges sozusagen auch die ersten filmischen Produktionen, die auch in der Propaganda sozusagen eingesetzt wird. Und wir brauchen uns gewissermaßen nur erinnern an diese ganzen Bildpostkartenserien, die zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden in mehr oder weniger allen kriegsbeteiligten Ländern entstehen, die gewissermaßen auch
zeigen, welchen großen Stellenwert gerade das Foto, das Bild im Rahmen der propagandistischen Bewältigung dieses Krieges auch hatte. Also auch insofern war, also auch in diesem Bereich war der Erste Weltkrieg wie sozusagen in der Waffentechnik, in der militärischen Kriegsführung eine Art Übergangszeit, die überleitet vom 19. Jahrhundert hin zum 20. Jahrhundert und das, was wir nachher erleben werden. Also fassen wir zusammen, der Krieg, der Erste Weltkrieg startet mit großem Hurra und man sagt, zu Weihnachten sind sie wieder da und zu Weihnachten ist keiner da. Im Gegenteil, es werden immer mehr Leute eingezogen. Die Männer fehlen überall. Du hast ja auch ein sehr schönes Buch über den Alltag in Tirol geschrieben, wo man dann plötzlich merkt, dieses ganze Hurra, das kann uns jetzt mal, also wir müssen jetzt hier mit Mühe und Not Familien durchbringen. Es gibt auch ganz interessante Forschungen jetzt auch über die Kriegsmüdigkeit, die schon bald eingetreten ist, auch durch das harsche, arrogante militärische Vorgehen. Das hat den Tirolern gar nicht gefallen und es hat ja auch schon bald, sagen wir mal, hat irgendwie hier die moralische Grundlage für den Krieg in Tirol gefehlt. Und dann beginnt dieser Stellungskrieg, also dann beginnt die Situation, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, es kommen ja auch keine Erfolgsmeldungen, denke ich mal. Wie lange hat diese Situation dann gedauert? Also wir hören immer in der Geschichte, ja, ein paar Jahre, also ein Jahr hat 12 Monate und 365 Tage, vor allem wenn man nicht weiß, wie lange es noch geht, ist das ja wirklich eine zeitliche Dimension, die man sich nicht vorstellen kann. Ab wann kann man sagen, dass eigentlich überhaupt nichts mehr weitergeht im Ersten Weltkrieg? Und dann möchte ich die Situation wieder in Richtung Interventor bringen und dann geschieht ja wieder etwas. Dann öffnet sich eine neue Front und dann kommt der Krieg wieder in Bewegung. Sehe ich das richtig? Ja, es ist so, wenn wir uns wieder vergegenwärtigen, die militärischen Schauplätze des Ersten Weltkrieges, dann ist es so, dass das deutsche Heer relativ schnell durch Belgien durchmarschiert Richtung Nordfrankreich, dass aber dort die Front sehr bald dann zum Erliegen kommt und an der Westfront ist der Erste Weltkrieg ein material- und menschenintensiver Stellungskrieg, wo es mal etwas nach vorne geht. Wie viele Millionen Toten da im Endeffekt? Es sind insgesamt 9 Millionen Tote, die der Erste Weltkrieg fordert, zu einem großen Teil auch an der Westfront. 9 Millionen Tote und insgesamt 6 Millionen toten Zivilpersonen. Also die Schätzungen, die neuesten Schätzungen, die wir haben, variieren zwischen 15 und 17 Millionen Tote zwischen Soldaten und Zivilpersonen. Die Situation ist etwas anders an der Ostfront. Die Ostfront ist eine sehr viel mobilere Front. Hier gibt es diese großen Vorstoße der Russen 1914. Dann gelingt es aber den Mittelmächten sozusagen wieder vorzustoßen, etwa diese symbolische Festungsstadt Premysl wieder zurückzubesetzen oder Lemberg, die galizische Hauptstadt und die Russen aus Ostpreußen zurückzudrängen. Und es gibt Teile des österreichisch-russischen Grenzgebietes, die insgesamt 6, 7, 8 Mal besetzt werden, befreit werden. Also man kann sich auch vorstellen, was das für die regionale, lokale Bevölkerung, sofern sie nicht schon geflüchtet oder ermordet worden war, sozusagen bedeutet. Also der Krieg im Osten ist ein sehr viel mobilerer Krieg und aufgrund dieser militärischen Mobilität ist er auch im Wesentlichen sozusagen der, ich würde sagen, grausamere Krieg. Also der Ort der völkerrechtswidrigen Gewalt ist nicht Belgien und Nordfrankreich 1914, sondern der Osten würde ich sagen, Ende 1914. Hier findet vor allem diese völkerrechtswidrige Gewalt, das ist bis heute wenig bekannt, aber ich habe mich beispielsweise mit dieser Thematik auch über Jahre hinweg beschäftigt, also mit der Frage der Kriegsgräuel an der Ostfront. Der Ort der völkerrechtswidrigen Gewalt ist der Osten des Ersten Weltkrieges und der Balkan. In Italien ist nichts Gutes für Intervento. Sì, in Italia si discute sull'intervento e per la prima volta si manifesta un modo di fare politica del tutto nuovo. E cioè, e qui si dice la modernità anche di questa fase, no? Questo che viene chiamato il maggio radioso, e cioè questo maggio
di mobilitazione continua nelle piazze italiane, che è una mobilitazione molto efficace dal punto di vista propagandistico, che però è una mobilitazione di una assoluta minoranza del paese, un'assoluta minoranza che può godere del sostegno anche di importanti organi di informazione, come ad esempio penso al Corriere della Sera, ma che vede come attori principali delle forze di tipo nuovo. Forze di tipo nuovo che sono in primo luogo questi nazionalisti, che sono capaci di mobilitare degli strati sociali che fino a quel momento non avevano avuto una vera e propria rappresentanza, e cioè chi? Fondamentalmente quelli che oggi definiamo i ceti medi. I ceti medi, piccoli e medi ceti cittadini, quindi impiegati, impiegati del pubblico, impiegati del privato, professionisti, quei segmenti della società che non appartenevano né a quell'alta borghesia che era stata rappresentata dalle forze liberali che avevano governato l'Italia e che avevano fatto l'Italia, se vogliamo, no? Avevano unificato l'Italia e avevano governato l'Italia dalla unificazione in poi, e non erano neanche state mobilitate dalle nuove organizzazioni di massa che sono il Partito Socialista da una parte e il Partito Popolare dall'altra. Cioè queste due grosse formazioni popolari mobilitano degli strati sociali che sono degli strati sociali popolari di orientamento socialista, appunto, di orientamento cattolico, sia nelle città che nelle campagne. Quindi abbiamo gli operai, abbiamo anche i braccianti che lavorano nella terra, quindi abbiamo una rappresentanza in questi due grossi partiti per la prima volta veramente nazionale, no? Cioè sono partiti che hanno un programma nazionale che vale su tutto il territorio, mentre prima abbiamo il liberale che è un notabile locale, una personalità nota in ambito locale, che si mobilita esclusivamente nel momento delle elezioni, che non ha una sua struttura di partito, non c'è un partito nazionale liberale che tiene insieme tutte queste varie personalità, ma sono delle personalità che entrano in azione nei loro singoli collegi universali, collegi elettorali, che non hanno un progetto e un programma politico nazionale. Ecco, i due grossi partiti di massa sono i primi che inaugurano questa politica di massa a livello nazionale, rappresentando però un settore della società, che è quello degli strati popolari. Quello che resta fuori è un settore che è quello dei ceti medi, che ha conosciuto proprio negli ultimi decenni, prima della guerra, un grosso sviluppo, perché sono quei ceti medi legati allo sviluppo economico, allo sviluppo industriale, allo sviluppo della seconda, cosiddetta seconda rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale che conduce alle grandi fabbriche, che è legata ai settori economici più moderni, alla chimica, all'acciaio, eccetera. Ecco, sono quei ceti sociali legati ad esempio alle fabbriche, sono i cosiddetti colletti bianchi, sono gli impiegati dello Stato che hanno avuto una vera e propria esplosione nel corso degli ultimi decenni. Ecco, questi ceti sociali che sono fortemente antisocialisti, perché temono l'ascesa delle classi socialiste, temono questo rischio che viene definito della loro proletarizzazione, e cioè di veder crescere il livello sociale e anche economico delle classi popolari grazie alle lotte sindacali, e che quindi finiscano questi proletari per ascendere dal punto di vista sociale e per raggiungere queste classi medie. Ecco, queste classi medie hanno appunto questa visione fortemente antisocialista e sono fortemente imbevute dal punto di vista ideologico di questa immagine della grande Italia, dell'Italia che diventa potenza, dell'Italia ad esempio che con la guerra di Libia aveva appunto, si era affacciata sul Mediterraneo, dall'altra parte del Mediterraneo, e si era proposta come potenza coloniale, e effettivamente l'impresa di Libia ha un significato importante nella destabilizzazione del quadro politico internazionale, perché mette in evidenza proprio la debolezza di questo ventre molle dell'Europa, e cioè questo impero ottomano che si capisce che sta per crollare. Qualcuno dovrà prendere questo spazio, no? Mettiamo giù un po' di paletti in termini anche di tempo e decisioni. Quali sono stati i passi, diciamo, normativi, giuridico-politici
che hanno poi condotto, le tappe che hanno condotto all'intervento. Quale ruolo ha giocato il re? Quale ruolo ha giocato il Parlamento? Quali sono le istituzioni che alla fine hanno poi deciso questi passi o queste tappe importanti che hanno alla fine poi condotto all'intervento? Sì, dal punto di vista storiografico a volte si sostiene quasi che l'ingresso in Italia, dell'Italia in guerra sia stato paragonabile quasi a un colpo di Stato, no? Perché il Parlamento si era più volte espresso per rimanere al di fuori di questo conflitto e Giolitti, che in quel momento però non era più Presidente del Consiglio, era stato fortemente dalla parte del neutralismo e aveva detto piuttosto trattiamo con l'Austria per ottenere quale periodo parliamo adesso più precisamente anche parliamo proprio dallo scoppio della guerra fino all'inizio del 1915. Ecco, poi cosa succede? Succede che questo accordo del governo Sonnino, Salandra Sonnino con Francia ed Inghilterra è un accordo che si firma nell'aprile del 1915, è un accordo segreto che impegna l'Italia ad entrare in guerra entro un mese, entro 30 giorni. E quindi l'Italia in qualche modo è un accordo che ha il sostegno del re e quindi fondamentalmente è una decisione questa di enorme portata per il paese che però viene presa da chi? Dai vertici assoluti dello Stato italiano, delle istituzioni italiane, cioè dal re, dal capo del governo, dal ministro degli esteri. È un accordo segreto che appunto impegna l'Italia ad entrare in guerra ed è quello che succederà puntualmente a maggio. Cioè la decisione non è una decisione che viene sostenuta da un voto parlamentare, non avviene nessun voto parlamentare. È sulla base di un accordo diplomatico che impegna l'Italia e che dal punto di vista formale il capo dell'esecutivo aveva la legittimità di firmare, sostenuto dal re, e in questo modo però assolutamente scavalcando quello che era stata l'espressione di volontà del Parlamento, l'Italia si ritrova fondamentalmente in guerra. Ok, ich glaube, wir haben jetzt einmal diese Etappen bis zum Mai 1915 recht anschaulich dargestellt. Ich glaube, dass die wesentlichen, sagen wir mal, Geschehnisse, die damals sich abgespielt haben, haben wir erfasst. Wir haben uns mit der Vorgeschichte beschäftigt, mit der Gemengelage vorher. Jetzt möchte ich mal das Publikum fragen, ob es zu dieser ersten Phase, sagen wir mal, von den Bedingungen oder von den Voraussetzungen, die zum Krieg geführt haben, das Attentat, den Kriegseintritt, dann die Situation an der Westfront, an der Ostfront, ob es da noch spezifische Fragen gibt oder auch noch Bemerkungen zu diesem Thema. Bitte dahin, Borscher Mann. Wenn aufstehst, sagst du den Namen ab, bitte. Peter. Okay, danke. Ich schreibe es ja wieder auf. Okay. Dass wir alles beantworten. Aber lass mal alles rund. Ja, okay. Komm her. Okay, so. Volevo chiedere una domanda che però riguarda un pochettino una cosa che è stata detta forse, non so, riguarda un po' gli anni dopo, no? Perché gli storici ultimamente tanti dicono, come prima già è stato detto, che si trattava di una guerra, no? Le due guerre sì. Mondiali, no? Una, con un intermezzo di 20 anni. E insomma, visto dal nord, un pochettino si capisce, no? Come è stato detto, la Germania che è stata umiliata dai contratti di Versailles, estrazione di Elsass-Lothringen, grandi svantaggi economici, eccetera. No? E lei, scusi, ha detto anche dal punto di vista italiana è stata un pochettino un'umiliazione. Ho capito male? Che ha portato poi all'alba del fascismo nel 22. Facciamo tutto poi in uno, adesso io prendo nota, poi faccio anche una verifica se abbiamo trattato un po' tutti i punti. È questo che non capisco, perché alla fine della prima guerra mondiale, mi sembra, l'Italia ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, no? Okay, unificazione culturale, lasciando via il Ticino, Svizzera,
però il resto del mondo culturale italiano è stato unificato e oltre sia l'Istria apparteneva e anche la linea della la cresta centrale delle Alpi, quindi noi qui tutti volessi anche ok, aveva solo da perdere, no? Dopo sì, appunto il nome, Peter? Patrick, lui parlava del Ticino, quello non era mai sull'agenda. Ma è un navale, scusa, eh? Sì, beh, era un po', tanto sono italiani, no? Almeno lo parlo. Culturale italiano, sì. Okay. Quello, perché hai detto Trento, Trentino e Trieste, poi il Ticino non era mai sull'agenda di quelli, quei nazionalisti, no? Ok, tu fuori, se fuori, Peter? Ich hätte noch eine Frage zu den Deutschen. Was für mich als den bisherigen Erläuterungen nicht klar geworden ist, welches waren die Gründe für Deutschland in den Krieg einzutreten? Also während Österreich-Ungarn offensichtlich auf dem Balkan Probleme hatte, Italien hatte seine Probleme mit der nationalen Minderheit innerhalb Österreich-Ungarns. Warum Deutschland in diesen Krieg eingetreten ist, ist für mich aus den bisherigen Erläuterungen nicht klar geworden. Das zum einen. Zum zweiten hätte ich noch eine Frage betreffend die Ukraine, nachdem das jetzt ein aktuelles Thema ist. Ein Teil der Ukraine war damals Österreich-Ungarn. Inwieweit ist die Grenze, die jetzt ja auch eine Rolle spielt, also dieser russische Teil, war das damals Russland oder wo ist damals die Grenze verlaufen und wie weit könnte dieser damalige Grenzverlauf mit dem aktuellen Konflikt zu tun haben? Danke, Alexander. Ja, Alexander Schiebel. Ich habe eine Frage, ich habe es ganz interessant gefunden, die Russen hatten schon Erfahrung mit diesem industriellen Krieg, mit dieser großen Feuerkraft aus dem russisch-japanischen Krieg. Ist nicht der amerikanische Bürgerkrieg auch ein bisschen eine erste Erscheinungsform dieses schrecklichen Phänomens. Das. Danke. Joachim? Staffel Joachim, Heim bin ich brav. Du bist schon brav. Nein. Das braucht es auch, Joachim. Weil wir es ja recht interessant gehört haben, die ganzen Etappen vom Krieg, was mich noch interessieren würde, obwohl ich das Wort nicht so mag, Kriegsschuldfrage, weil es ist ja auch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wo die Kriegsschuldfrage einseitig Deutschland, Österreich, Ungarn zugeschrieben, eigentlich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis weiter herauf, bis heute. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, einigermaßen geändert in der historischen Forschung. Hat ja letztes Jahr, glaube ich, vom australischen Historiker Christopher Clark das viel diskutierte Buch Die Schlafwandler gegeben, wo ja er einigermaßen sagt, es ist eine gesamteuropäische Verantwortung. Mich würde noch interessieren, kann man das irgendwie einem zuschreiben, eine Hauptverantwortung, eine Hauptlast, oder wie verteilt sich die, kann man das so überhaupt sagen, bei den verschiedenen Akteuren? Bitte? Das war so, Thomas. Vorher ist das Wort Schweinekrieg gefallen. Könnte ich da eine große Aufklärung haben? Okay, weitere Fragen? Positionen? Okay, dann fasse ich das kurz zusammen, aber iniziamo da te. La prima domanda di Peter era quella se è vero che la seconda guerra mondiale e la prima siano collegati anche dall'Italia, in questo senso, in quanto l'Italia non è stata umiliata più di tanto, ha raggiunto gli obiettivi che si era posta con l'intervento. Sì, effettivamente è un po' paradossale, no? Questo si dice, la Germania è stata umiliata e si capisce questo desiderio di rivalsa, eccetera. L'Italia invece ha vinto la guerra, però, allora intanto l'Italia esce dalla guerra, come dire, davvero sconvolta, nel senso che lo sforzo bellico sostenuto è stato davvero enorme, le tensioni sociali che si ritrova l'Italia al termine della prima guerra mondiale sono fortissime, c'è questo cosiddetto biennio rosso che porta alle occupazioni delle fabbriche, iniziative di occupazioni delle terre, eccetera.
ma soprattutto il problema dell'Italia è quello, questo mito, se vogliamo, della vittoria mutilata. Cioè i fascisti dove costruiscono il proprio successo? Costruiscono il proprio successo sul fatto che appunto questa vittoria è stata mutilata. Cioè è una vittoria dove abbiamo sacrificato 600.000 fanti, sono morti per la patria, ma quegli obiettivi che la patria aveva all'inizio non sono stati tutti ottenuti. E quindi è una vittoria appunto a cui è stata tagliata una parte. Perché? Perché gli obiettivi che l'Italia aveva, come detto, erano effettivamente ancora più grandi di quello che l'Italia alla fine ottiene. E cioè sul confine occidentale, sul confine settentrionale, l'Italia ottiene tutto quello che voleva, cioè il confine al Brennero. Sul confine orientale però non ottiene tutto quello che voleva, voleva molto di più. Voleva fondamentalmente un bel pezzo di Dalmazia croata e slovena, che non ottiene. Perché non ottiene? Non ottiene perché questo patto di Londra viene firmato avendo come prospettiva quella di un'Austria sconfitta, alla quale si potevano togliere tutti questi territori che si promettono all'Italia, ma un'Austria che fondamentalmente si immagina continui ad esistere. Quello che succede alla fine della guerra è che l'Austria non esiste più. E in questo spazio danubiano che l'Italia vuole occupare nasce un nuovo Stato, che è la Jugoslavia, all'inizio si chiama Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nasce la Jugoslavia che non è uno Stato che si può semplicemente definire un successore dell'Austria. Perché? Perché nasce da questo nucleo della Serbia che aveva combattuto contro l'Austria, no? Che era stato anche l'elemento scatenante di questa guerra. E quindi è uno Stato che non si può e non si vuole umiliare. Quindi non si può sottrarre a questo nuovo Stato tutti quei territori che si sarebbero invece sottratti senza nessun problema all'Austria. Perché questo paese è considerato un paese nuovo, un paese giovane, un paese che poi può godere anche delle simpatie internazionali, ad esempio di Wilson, che parla dei diritti dell'autodeterminazione dei popoli. E quindi giustamente questo paese diventa, su quel confine orientale, un contraltare molto forte dell'Italia, un competitore molto forte. Ci sarà una crisi molto dura su questo versante. E dal lato interno l'Italia, il movimento fascista, poi il partito fascista, crescerà moltissimo, non a caso, proprio a Trieste, proprio sul confine orientale. Cioè una delle realtà nazionali in cui il fascismo è più forte fin dall'inizio è Trieste. Tanti leader poi nazionali, anche leader che poi vedremo attivi qui a Bolzano, a Trento, durante le spedizioni fasciste, sono leader che provengono da quel confine orientale, perché lì il fascismo cresce proprio sulla base di questo tema della vittoria mutilata, dell'italianità che deve crescere e deve conquistare territori ad est, e sulla base di una visione anche molto razzista nei confronti delle popolazioni slave. Cioè l'Italia si dice: noi qui portiamo la civiltà nei confronti di questi slavi che sono semplicemente dei barbari, dei selvaggi, eccetera eccetera. E quindi questo tema della vittoria mutilata sarà un tema molto forte che consentirà al fascismo di crescere numericamente all'interno del paese e di poi raggiungere e prendere il potere. Quindi paradossalmente un paese che vince, ma da una parte è stremato dalla guerra e vive questa vittoria come una mezza sconfitta, no? Il tema della vittoria mutilata in questi termini è molto chiaro. Patrick ha sollevato la questione del Ticino. Sì, la questione del Ticino di fatto non è mai stata nell'agenda. Ci sono altre realtà lontanamente italiane che sono paradossalmente più forti di queste. Ad esempio Nizza e Savoia, no? Che erano state facevano parte del Piemonte e che erano state date alla Francia nel corso dell'Ottocento. O la Corsica, ecco, sulla Corsica poi il fascismo monterà moltissima della propria propaganda, ma anche Tunisi,
dove c'era stata una comunità italiana piuttosto forte, dove l'Italia si era giocata un po' la partita con la Francia su chi prendere questo territorio. Il Ticino effettivamente un po' per la collocazione geografica al di là dello spartiacque, no? C'è questa idea piuttosto chiara anche di questa linea geografica e anche per la sua, come dire, anche pochezza dal punto di vista economico, geografico, e poi appunto lì si sarebbe scatenato un terreno che era solido e garantito a livello internazionale, ecco, diciamo, non è una colonia, non è uno stato plurinazionale, cioè è uno stato plurinazionale ma che ha una sua dimensione plurisecolare che non viene mai messa in discussione, perché non ha quelle tensioni interne che ad esempio ha l'Austro-Ungheria, che viene vista come una nazione. Ovviamente i cinesi non volevano mai, ma non c'era mai l'interesse di andare. Durante il fascismo c'è un movimento fascista ticinese che viene anche sostenuto in maniera piuttosto importante dal fascismo italiano, con finalità vagamente irredentiste, diciamo, ma che però non si concretizza mai in una vera linea politica di revisione di quel confine. Grazie. Der Walter hat die Frage gestellt, welches eigentlich die Gründe für Deutschland waren, in den Krieg einzutreten. Ja, vergegenwärtigen wir uns die Situation nach diesem Attentat an das Thronfolger-Ehepaar. Die Empörung in Österreich und Ungarn ist groß. Es gibt relativ schnell den Entschluss zum Handeln. Das heißt, es wird einen Krieg, es wird ein Vorgehen gegen Serbien geben. Der österreich-ungarischen Diplomatie und Politik ist allerdings klar, dass sozusagen hier ein großes Risiko besteht, dass dieser Konflikt am Balkan, das heißt ein Vorgehen gegen Serbien, eskalieren könnte. Das heißt, es geht vor allem darum, für die österreichisch-ungarische Diplomatie diesen Krieg zu lokalisieren, zu versuchen, dass es bei einem Konflikt gegen Serbien bleibt. Was passiert, was macht man auf Seite der österreichisch-ungarischen Diplomatie? Man versichert sich beim Bündnispartner. Das Deutsche Reich war ja im Rahmen des Dreibundes-Bündnispartner Österreich-Ungarns. Man versichert sich der Unterstützung des Deutschen Reiches. Es kommt am 5. Juli 1914 zu dieser sogenannten Hoyos-Mission. Also ein hoher österreichisch-ungarischer Diplomat, der sich in Berlin die Unterstützung des Deutschen Reiches versichert, also das Deutsche Reich wird auf der Seite Österreich-Ungarns stehen im Rahmen eines Vorgehens gegen Serbien, in der Hoffnung, man könne vor allem St. Petersburg aus diesem Konflikt draußen halten und sozusagen einen lokalen Krieg am Balkan führen. Das ist sozusagen die Strategie der österreichisch-ungarischen Diplomatie. In Deutschland gibt es eine, vor allem unter den Militärs, aber auch beispielsweise Reichskanzler Bethmann Hollweg, eine sehr starke Kriegspartei, die diesen Krieg auch will. Und hier aus diesen Kreisen gibt es auch ein gewisses Drängen Richtung Österreich-Ungarn, mit Serbien endlich sozusagen klare Sache zu machen. Insofern gibt es hier eine Konvergenz sozusagen der Interessen und Ideen. Das ist sozusagen die Motivation Deutschlands, an der Seite Österreich-Ungarns in diesen Krieg zu marschieren. Es kommt eine weitere Strategie oder Überlegung auf Seite des Deutschen Reiches hinzu. Im Deutschen Reich, im Rahmen der Militärs oder Diplomatie, ist man der Meinung, es würde früher oder später vor allem zum Krieg gegen Russland kommen. Man ist von dieser Einkreisungsstrategie Russland, Frankreich, Großbritannien geradezu besessen. Und die Überlegung ist, wenn es zu einem Krieg kommt, dann besser jetzt in einer Situation, wo das russische Heer noch nicht wirklich erstarkt ist, auch aufgrund der vergangenen Konflikte. Also wenn es zu einem Krieg kommt, dann besser jetzt als in 3, 4, 5 Jahren. Also das sind gewissermaßen die Motivationen, die dann das Deutsche Reich auch dazu bewegen. Natürlich auch Kaiser Wilhelm steht hinter dieser Entscheidung.
auf der Seite seines Bündnispartners Österreich-Ungarn in den Krieg einzutreten. Es gab damals ja auch ein großes Wettrüsten, also zwischen Deutschland und England. Genau, genau, ja, das ist, also im Prinzip sind das mehrere Faktoren, Nationalismus, Imperialismus, Militarismus, diese drei Faktoren sozusagen im Zeitalter des Hochimperialismus, des Spätimperialismus, die natürlich auch sozusagen auf einen künftigen Konflikt, auf einen künftigen Krieg hinauslaufen. Die zweite Frage von Walter war nach dem Verlauf der Grenze in der Ukraine, ja, dass heute noch eine Grenze ist, die eine Rolle spielt. Es ist nicht sozusagen die Kriegsgrenze, die militärische Grenze im Ersten Weltkrieg ist sozusagen nicht identisch mit der heutigen Grenze der Konfliktlage zwischen Russland und der Ukraine. Also das Donetsk-Gebiet liegt wesentlich weiter im Osten sozusagen im Vergleich mit den Kampfhandlungen, die im Ersten Weltkrieg stattfinden. Aber Sie haben völlig recht, also heute klassische ukrainische Gebiete waren vormals österreichisch-ungarisches Territorium. Denken Sie etwa an Lemberg, sozusagen heute ukrainische Stadt, vormals die sozusagen österreichisch-ungarische Hauptstadt Galiziens. Also hier große Teile der heutigen Ukraine waren ehemaliges österreichisch-ungarisches Staatsgebiet. Allerdings hat sozusagen diese Konfliktlage, diese territoriale Konfliktlage heute und die entsprechenden Grenzen sozusagen sind nicht eins zu eins übertragbar auf die Situation des Ersten Weltkrieges. Wir sind mit der Zeit auch schon recht fortgeschritten. Ich würde dann die nächsten Fragen noch ein bisschen aufteilen, sodass wir dann um 10 Uhr wie immer fertig machen. Es war noch die Frage nach dem Schweinekrieg. Der Schweinekrieg 1906 verhält Österreich-Ungarn und das ist eine Folge sozusagen der gegenseitig österreichisch-ungarischen-serbischen Provokationen. 1906 verhält Österreich-Ungarn ein Einfuhrverbot für serbisches Schweinefleisch und schädigt damit in hohem Maße die serbische Landwirtschaft, die serbische Produktion, weil Österreich-Ungarn natürlich einer der Hauptabnehmer sozusagen der Erzeugnisse der serbischen Landwirtschaft war. Und dieses Boykott sozusagen, das vor allem Serbien strafen und treffen sollte, ist unter diesem Begriff des Schweinekrieges in die Geschichte eingegangen sozusagen. Dann haben wir noch die Frage nach den Analogien, was die Zerstörungs- und Feuerkraft betrifft. Es wurde einmal der russisch-japanische Krieg genannt, ja, aber es wurde auch noch der amerikanische Bürgerkrieg hier ins Feld geführt. Auf alle Fälle, also ich würde zustimmen, ich würde vielleicht sagen, der amerikanische Bürgerkrieg ist zweifellos sozusagen eine Art Vorwegnahme, eine Art Vorstufe hin zu diesem industrialisierten, technisierten Massenkrieg, so wie wir ihn im Ersten Weltkrieg antreffen. Trotzdem würde ich sozusagen einige Unterschiede sehen, vor allem in der Verwendung von Waffengattungen. Also im Ersten Weltkrieg, im russisch-japanischen Krieg sozusagen, werden modernste Artilleriewaffen, Maschinengewehre eingesetzt in einem Ausmaß, wie wir es sozusagen im amerikanischen Bürgerkrieg noch nicht der Fall haben. Aber es ist, würde ich sagen, eine Entwicklungsstufe hin in Richtung industrialisierter, technologisch hochgerichteter Massenkrieg, wie wir ihn dann ansatzweise sozusagen im russisch-japanischen Krieg schon haben und in perfektionierter Variante dann im Ersten Weltkrieg. Also insofern würde ich da zustimmen, in einer gewissen Entwicklungslogik hin zum modernen Krieg. Die Debatte um die Kriegsschuld scheint mir ein sehr interessantes Thema zu sein, um den Abend heute hier jetzt abzuschließen mit dem Intervento. Ich glaube, wir haben das ganz gut in den Griff gekriegt, dass wir mal jetzt diese Phase bis zum Intervento hin beschrieben haben. Wir möchten dann im nächsten Jahr wieder euch bitten, unsere Gäste zu sein und dann vom Intervento, Alpen, also Kriegsfront in den Dolomiten etc. bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die ganze Geschichte weiterzuverfolgen. Aber es ist interessant jetzt vielleicht noch, also die Frage geht dann an beide, inwieweit das Thema Kriegsschuld jetzt auch aus der Sicht der Historiker eine neue Dimension bekommen hat, jetzt wo es vielleicht aus dem unmittelbaren politischen Alltag
entfernt ist, weil es nicht mehr die Rolle spielt der Bewertung der Nationen untereinander oder nicht mehr in diesem Sinne eine Rolle spielt, wie es unmittelbar nach dem Krieg vielleicht der Fall war. Ja, ein Kapitel eigentlich für Sie. Okay. Ja, die Kriegsschuldfrage, das ist ein unglaublich großes Thema. Ich bräuchte eine Stunde mindestens, um hier die Grundlagen sozusagen zu erklären. Aber natürlich, die Kriegsschuldfrage hat eine lange Geschichte vom Versailler Kriegsschuldparagraphen 231 hin über die sogenannte Fischer-Kontroverse der 60er Jahre. Also der deutsche Historiker Fritz Fischer, der 1961 in seinem Buch Der Griff nach der Weltmacht von der Alleinschuld Deutschlands gesprochen hat. Und seitdem hat in gewissen Zyklen diese Kriegsschuldfrage die Historiker immer wieder beschäftigt. Und für mich war es eigentlich sehr spannend zu sehen, oder ich hätte es eigentlich nicht geglaubt, dass diese Kriegsschuldfrage in dieser Massivität 2014 neuerlich aufs Tapet kommen würde. Und daran Schuld unter Anführungszeichen ist ein australischer Historiker, den Sie genannt haben, nämlich Chris Clark, der in seiner grandiosen Studie Die Schlafwandler, die Europa in den Weltkrieg zog, sozusagen eine sehr ausgewogene Analyse der Frage der Verantwortung im Ersten Weltkrieg aufgezeigt hat und aufgeworfen hat. Und um es hier am Ende kurz abzuschließen, er ist sozusagen ein Vertreter oder der prominenteste Vertreter jener Forschungsrichtung der Weltkriegsgeschichte, die eben die These aufstellen, es gibt nicht einen Verantwortlichen, es gibt nicht zwei verantwortliche Staaten, die sozusagen verantwortlich zeichnen für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sondern hier kommt eben eine sehr komplexe Gemengelage zum Tragen. Und im Prinzip hat diesen Krieg 1914 in diesen Dimensionen eigentlich kein Staat gewollt. Auf der anderen Seite haben die Staaten aber auch hat dieser Sicherheitsmechanismus versagt und die einzelnen Staaten haben auch kaum das Notwendige dazu beigetragen, um diesen Ersten Weltkrieg zu verhindern. Und es ist auf alle Weise sozusagen eine endgültige Revidierung dieser alten Fischer-These der Alleinschuld oder der Hauptschuld des Deutschen Reiches an dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Also da ist, würde ich sagen, um es abzuschließen, Christopher Clark die Speerspitze einer viel breiteren Forschung von vielen Historikerkolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren eben auch die spezifischen Motivationen der anderen Staaten herausgestrichen haben. Ich erwähne nur ein Beispiel, es gibt sehr viele Studien etwa über Frankreich, das demokratische Frankreich, wo sehr schön aufgezeigt wird, dass auch die Strategie Poincarés etwa des französischen Ministerpräsidenten sehr stark eskalativ angelegt ist, dass auch die französische Diplomatie in St. Petersburg einen wesentlichen Anteil sozusagen zur Eskalation der Situation 1914 hat. Also das Verdienst dieser Forschungsrichtung ist es, eben die spezifischen Verantwortungslagen der einzelnen Staaten stärker in einer international vergleichenden Perspektive herauszuarbeiten. Und ich denke, das hat uns in der Forschung, in der Weltkriegsforschung sehr stark vorangebracht. Vielen Dank. Sì, il tema della responsabilità è un tema ricorrente, no? E effettivamente stupisce come sia esploso di nuovo in questa ricorrenza, dove magari ci si aspettava più un'attenzione maggiore al tema della società civile, forse, più che a questioni più prettamente militari. Io credo che il tema della responsabilità vada ancora letto a medio-lungo termine, cioè per comprendere le responsabilità, le origini di questa guerra si debba fare un passo piuttosto lungo all'indietro e si debba risalire almeno agli ultimi tre decenni dell'Ottocento, cioè a questa fase, questa lunga fase cosiddetta dell'imperialismo, in cui l'Europa nel giro di una manciata d'anni conquista, pochi stati europei conquistano tutto ciò che ancora non era stato conquistato a livello mondiale, cioè inizia una grande sfida a livello internazionale sulla supremazia che in questa fase si gioca al di fuori del continente europeo, ma che inizia ad essere molto chiaro che prima o poi si dovrà giocare anche all'interno dello stesso continente europeo. E cresce anche a livello culturale una visione, come dire, di questo darwinismo
tra gli stati, e cioè una sorta di lotta per chi è il più forte, lotta a livello anche di razza, di popolazione, di stato, di nazione, e con una assai chiara costruzione gerarchica della società e del mondo, in cui in cima a questa costruzione gerarchica ci sono gli stati europei che dominano il resto del pianeta, che però al loro interno dovranno prima o poi arrivare a una chiarificazione su come si viene a disegnare questa gerarchia all'interno dello spazio europeo. Cioè l'idea che prima o poi queste grandi potenze dovessero arrivare ad un confronto diretto tra di loro per completare un po' questa scala gerarchica, per completare questo disegno della scala gerarchica e anche a livello europeo, era un po' cresciuta, no? E si era poi sviluppato anche questa idea della inevitabilità, di questa, il mito anche dell'inevitabilità di una guerra in Europa. Prima o poi doveva scoppiare una guerra in Europa, e crescono anche gli interessi affinché questa guerra cresca, cioè questa opinione pubblica. E questa opinione pubblica che preme per questa per la guerra, per come soluzione appunto definitiva all'interno di questa lotta per la supremazia, è un'opinione pubblica che cresce in termini numerici in tutti i paesi europei in maniera assolutamente indifferenziata tra est ed ovest, così come crescono anche le forze economiche legate alle politiche di riarmo. Anche questo è molto importante durante e queste sono cose assolutamente sempre attuali, cioè durante l'età dell'imperialismo cresce un mondo economico legato all'industria pesante, all'acciaio, all'industria delle armi, che conosce questo sviluppo fortissimo ed è un'impresa trainata dagli investimenti statali, che è continuamente alla ricerca di nuove possibilità di finanziamento, e quindi sono diverse le forze, diversi gli interessi a livello politico, a livello di istituzioni, ma anche a livello, diciamo, dal basso, cioè dal corpo sociale, cresce la pressione per una guerra. Chiaramente nessuno immaginava quello che sarebbe successo, cioè nessuno immaginava una guerra di questa durata, di queste dimensioni, di tale sconvolgimento. L'idea era di una guerra appunto che si presumeva localizzata e che si presumeva appunto di una durata di qualche mese. Quello che succede è qualcosa che ovviamente invece sconvolge le previsioni di tutti. Grazie. Ich möchte hier jetzt ein paar Ankündigungen machen, was die nächsten Veranstaltungen betrifft. Wir haben am 11. März hier im Haus ein spannendes Thema, Wirtschaft 2015, Krieg mit anderen Mitteln. Und zwar haben wir dann zwei Gäste. Es wird einmal der Vizepräsident des Südtiroler Unternehmerverbandes, Nikolaus Tribus sein, der auch Präsident des TIS ist. Und als weiteren Gesprächspartner haben wir den Paul Könsberger vom Movimento Cinque Stelle hier. Am 15. April war ursprünglich der Landeshauptmann angesagt und er hat abgesagt. Wir haben am 15. April daher, und heute haben wir die Zusagen bekommen, die beiden Bürgermeisterkandidaten Paul Rösch und Gerhard Gruber hier im Haus im Ost-West-Zigori-Club. Wir beschäftigen uns jetzt auch mit dem Thema Film, das kommt noch dazu, in dieser Zusammenarbeit zwischen dem Ost-West-Club und dem phänomenalen Leben Zigori. Am 19. Februar wird hier der Film Tutti Frutti gezeigt. Ein spannender Streifen, der sich vor allem mit dem Thema Immigranten in Südtirol beschäftigt, von Mauro Todini. Mauro Todini wird anwesend sein, zusammen mit Genziana Mincia, glaube ich, ja, eine Albanerin, die in Südtirol lebt, eine Journalistin und Autorin. Wir werden danach debattieren über den Film. Am 29. April gibt es dann in Zusammenarbeit mit Urania den Film Blut muss fließen von Uhlendorf. Wie heißt der Vorname? Peter Uhlendorf. Der Film wurde bereits einmal in Sterzing gezeigt. Es handelt sich um die filmische Darstellung der Enthüllungen vom Undercover-Journalisten Kuban. Wie heißt der mit Vornamen? Thomas Kuban. Ein spannendes Thema, das vor allem die Antifaschisten im Hause interessieren wird. Da gibt es einige davon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Referenten des heutigen Abends, bei den Gästen des heutigen Abends. Es war sehr spannend und interessant, diesen Überblick zu kriegen über ein Thema, das doch weit von uns entfernt scheint, sich jetzt aber auch während des Abends angenähert hat. Wir sind ja schon fast bei der Dolomitenfront gelandet.
wir bitten euch jetzt schon im nächsten Jahr, wir werden euch rechtzeitig kontaktieren, wieder unsere Gäste zu sein, dass wir dann eben von Intervento bis zum Ende des Krieges weiter debattieren können. Geschichte ist spannend, Geschichte ist wichtig. Vielen Dank den Gästen des heutigen Abends. Und die Veranstaltung hört so auf, wie sie angefangen hat. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in jedem größeren Land in Südtirol einen Adventsclub bräuchte. Danke fürs Kommen.